Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Pearl World. Wir schauen uns jetzt mal die Pearls an, die wir gefangen haben und lassen den hier ein bisschen im Lager rumrennen, weil der arbeitet mir ganz gut, wenn der hier ist. Der macht hier Feuer, Bären sind am Start. Die behalte ich jetzt auch, die Bären. Hier sind eigentlich genug drin. Ich habe denen ordentlich Futter reingelegt. Ja, die haben noch genug. Ich kann nur direkt mehr Bären wieder reintun. Ich muss nur gucken, wo sie die Bären genau hinpacken. Bärendrüsen. Das kann ich mitnehmen. Das packe ich mal in die andere Kiste. Dieses komische Material. Drüsen. Den seltenen Pilz, den habe ich glaube ich auch in dem anderen Ding drin. Dafür kann ich aber die Palkacke hier reintun. Das hier. Das Erz schmeiße ich gleich hier in Over. Da lassen wir wieder produzieren. Mal her, du kannst die ruhig bis sie produzieren. Ey, wo rennt er hin? Mies. Ja, das Ding war irgendwie Mist, dass ich das dahin habe. Es braucht nämlich irgendwie Wasser. Obwohl, das benötigt Bewässerung. Dann kommt ja eh ein Pal und bewässert es irgendwann, hoffe ich. Der Pingu-Pal. Genau, hier habe ich nämlich die Giftdrüsen rein. Hier tue ich mal das komische Zeug rein. Ganzen Drüsenkrempel. Die Eiertruhe. Schießpulver. Turbine. Ein Rotfunkel der Edelsteine. Er zieht beim Händler einen guten Preis. Oh, die hätte ich beim Händler verschärmeln können. Ich brauche das große Lager hier. Das muss ich auch. So eins hier. Das muss ich lernen. Da kann ich schon noch besseres lernen. Oh, ein Feuerbogen. Ich muss eh mal gucken, was ich jetzt so lernen kann. Kühlbox. Ein kleiner Vorratsbehälter für Lebensmittel. Weise einen Eispal zu, um den Inhalt länger frisch zu halten. Fange zum Freischalten einen bestimmten Pal an. Jawohl, der Gillette-Sattel. Gib mir. Ich kann sogar direkt bauen. Ah, ich wollte nach irgendwelchen Lagerräumen gucken, wann ich da große Lagerräume bauen kann. Jawohl, Fellrüstung habe ich schon eine bessere gefunden. Armbrust auch. Bald kann ich die Megasphäre, yeah. Muss ich Pals fangen lassen. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl an Pals möglich. Für die Herstellung wird Palsphärenwerkbank benötigt. Kann ich dann aber bauen. Antikes Aufbewahrungskistenset zur Aufbewahrung von Gegenständen. Nightwing-Sattel. Ich will das Megaschild. Ja, das normale Schild wäre wahrscheinlich auch gut, aber ich glaube. Ich warte aufs Megaschild. Große Werkzeugkiste. Olympisches Feuer. Was ist denn das nächste Superlager? Es kann auch sein, dass es hier irgendwas ist und ich es nicht kann. Ich glaube, ich muss mal die große Lagerkiste da lernen. Hölzernes Aufbewahrung, das Barmöbel-Set. Ah, ich bin neugierig. Ich will gern wissen, was das ist. Jetzt bauen wir mal ins Haus. Vielleicht hat es ein paar mehr Plätze. Ich hoffe mal.
Ich kann das alles bauen. Okay. Zur Aufbauung von Gegenständen. Ja, dann haben wir es eh schon bauen können, können wir es auch bauen. Können wir es da oben an der Wand anbringen, über dem Fenster so. Oh, was ist jetzt los? Ich hätte es vielleicht an die Wand machen sollen. Ich baue alles einfach so wild hin. Das ist wunderschön. So was. Was ist denn das für ein Scheiß? Da kann man nur zwei Sachen reinmachen. Ja, das ist ja für ein Arsch. Ich kann ja die Munition reinpacken. Und bis die Dings, ich sie aus dem Ofen nehme, schmeiße ich es da rein. Okay, das Ding ist echt blöd. Das ist einfach nur so für Style. Das sieht schön aus. Holzfässerregal, Holzregal. Hier braucht man halt schon Nägel dafür. Das ist schon was Fortgeschrittenes, aber es wird auch so ein Scheiß sein. Warum habe ich so wenig Holz? Der hackt doch hier. Die haben es nicht weggebracht, die Elenden. Das gibt es doch nicht. Wieso machen die sowas denn? So, das müssen wir kurz auf den Boden schmeißen. Kann der da das einsammelt oder was? Hier ist so 300 Holz. Boah, das wiegt viel zu viel. Immer noch zu viel. Mist. Ich nah genug dran. Nein, ich bin nicht nah genug dran. Scheiße. Vielleicht noch eins daneben. Und so eins können wir auch noch mal hinten bei der Werkbank hinbauen, damit ich bei der Werkbank genug Platz habe für Zeug. Dann kann ich nämlich hier hinten die ganzen Eier und so lagern. Und weil wenn ich alles auf den Haufen mache, ist eigentlich auch ganz okay. Nein, das muss jetzt hier hin. Aber hier, das stört mich, dass die Sachen eh ein bisschen zu nah aneinander sind. Die sind schwer zu erreichen. Ich glaube, ich muss die Werkbank abreißen und vielleicht baue ich die einfach ins Haus. So. Gut, gut. Federhaarschmuck. Oh, der ist sogar grün. Den bauen wir auch mal. Nein, er braucht antikes Bauteil. Was ist denn mein Daydream? Der hilft mir doch immer. Ich brauche mehr Pals. Ich brauche hier so 20 Pals, die schaffen. Ich will mal was gucken. Stein. Monchi hat gesagt, der eine lässt immer was fallen. Oh. Ach du Scheiße. Der hat mir hier so einen Fuchs reingesetzt und hat gesagt, der gräbt immer Sachen aus. Boah, vielen Dank, Monchi. Das war wirklich gut. Das ist hier der kleine Foxy. Neue Perlen.
Perlsphären sind immer gut. Ob ich hier noch ein Ei, das in die Kiste muss? Seltene Kralle. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich da reintun wollte. Ich wollte da die ganzen Rezepte reintun. Und dann mal gucken, ob ich die dann auch benutzen kann. Ich denke schon. Deshalb wollte ich das hier hinbauen, genau. Weil ich hier so ein Rezeptelager habe. Weil der ist grün. Ich bin gespannt, ob der jetzt, der müsste besser sein als mein Hut. Zeig mal her. Oh, mein Hut ist auch kaputt. Der Hut hat nämlich 10 Verteidigung und 30 LP. Oh, und das Ding hat 19 Verteidigung und 78 LP. Hut kann ich auch mal, den repariere ich noch schnell. Und dann packe ich den auch da rein. Oh, mein Bogen ist ziemlich am Arsch, aber den muss ich, glaube ich, an dem erweitert, muss ich den hier. Waldo, ist er rausgeflogen oder ist er einfach nur so geflohen? Auch sein. Ich stelle mal die Kohle her. Ja, ich habe gerade. Ich musste eigentlich mal online kommen, dann. Ich habe nämlich jetzt den Federhaarschmuck. Ich kann dir jetzt den wunderschönen Federhaarschmuck bauen. Kleine Palseele. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, also packe ich es erstmal in die Kiste. Ach, was ist meine Fackel? Hier ist es dunkel. Okay, hier kann ich es schon mal nett bauen. Ich habe nämlich eben ein bisschen Zeug gefunden. Auch Klamotte und so. Was hast du jetzt gespielt? Craftopia oder? Ach, Tektonika ist selber oder was? Was ist das? Mhm. Ach so. Ah, schade, ich habe gerade gemerkt, die Sachen zum Bauen, die muss man dabei haben, die Rezepte. Ich habe die nämlich gerade in so eine Kiste, ich habe extra so eine Kiste hingestellt, wo ich die ganzen Rezepte reinpacken wollte. Und jetzt konnte ich es nicht bauen. Ah, jetzt ist es da. Fellrüstung. Her damit. Irgendwas anderes. Eine Armbrust hatte ich noch gefunden. Hä? Wo kann ich denn die Armbrust bauen? Der Bogen ist schon nicht schlecht. Auf die Armbrust brauche ich bestimmt Bolzen. Lass mal gerade gucken, weil Bolzen kann ich. Der schießt die mit Pfeilen. Cool wäre natürlich, wenn sie auch mit Pfeilen schießt. Das wäre praktisch. Ich kann auf jeden Fall noch keine Bolzen lernen. Ja, jetzt brauche ich, weil der Federhaarschmuck ist voll gut. Ich habe mir im Dorf einen Hut gekauft. Der hat nur 10 Verteidigung und gibt 30 Leben. Und Federhaarschmuck hat 19 und gibt 78 Leben.
Aber ist auch ein grünes schon. Starke Fibersöde. Gucken, was die Fellrüstung kann, weil die Stoffrüstung hatten wir ja gekriegt, wo man das Gillette geledert hatte. Die ist auch gut, aber man braucht halt diese antiken Dinger, aber die kriegt man ja von den Bossen. Foxy und ich sind noch in der Party. Und wir haben ja den anderen geledert. Den Gillette 1. So, jetzt gucken wir uns mal die Fellrüstung an. Oh, die ist stark, oder? Die ist gut, ja. Die nehmen wir doch gerne. Oh, und wir sehen auch cooler aus, wie so ein Barbar. Wir haben locker doppelt so viel Verteidigung, oder? Mehr sogar. 45 und die hatte nur 21. Ich leg die mal hier rein. Falls einer kommt, kann er sich die... Ach, den Scheiß brauchen wir eigentlich nicht. Steinäxte. Ich schmeiß das Zeug mal weg. Damit es hier keinen Platz verschwendet. Das kann ich hier ganz schnell wieder bauen. Das Holz muss hier auch nicht drin liegen. Das ist auch Quatsch. Ein Speer kann ich mal drin lassen, weil ich den nicht bauen kann. Aber ich benutze ihn nie. So, dann schmeißen wir den. Was ist denn, wenn ich das Zeug hier einfach auf den Boden schmeiß? Ach, entsorgen kann ich es eigentlich. Ja, komm, dann. Ist das auch das Richtige? Nicht, dass ich was Falsches entsorge. Steinerne Spitzhacke entsorgen. Ja. Entsorgen. Weil es sind 10 Kilo extra, die ich nicht brauche. Die Keule ist eigentlich witzig, aber die ist auch für den Arsch. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Armbrust bauen kann. Ey, warum baut denn der hier nicht? Bau mal die Pfeile da für mich, bitte. Sklave. Und der andere schon wieder was ausgegraben hat. Oh ja, der ist voll fleißig. Und diese schöne kleine Farm, die hat mir die Monchi hier auch hingebaut. Gut, da brauche ich das nicht skillen, das ist sehr gut. Ja, das ist gut, wenn man mehreren spielt dann. Ja, das hat ja der Foxy hingebaut, die Statue. Da habe ich es aber noch nicht so ganz verstanden. Man kann da so Dinge. Da ist nicht genug Material. Opfere Liefmung-Statuetten. Den Fanggeschick zu erhöhen. Gut. Das muss ich auch machen. Aber die muss man halt finden. Die. Mist, ich habe den alles verbauen lassen. Das war eigentlich dumm. Kann ich abbrechen? Ja, ich kann abbrechen. So. Was ist mit der Armbrust? Die kann ich doch bestimmt hier drin bauen. Ach da! Nägel brauchen wir für die Armbrust. Damit lassen sich... Jawohl, die schießt auch mit Pfeilen. Das ist sehr gut. Okay, dann brauchen wir die Metallbarren. Die haben wir hier oben drin, was echt dumm ist. Ich kann nicht springen gerade. So, mit Holz und die Steine hier reinpacken. Obwohl, alles in eins ist besser. Das hier ist das Lager. Was haben wir denn da noch? Ist noch Leder drin, oder? Ja. Nägel auch, jawohl. Sehr gut, gib mal ein paar Nägel her. Das Horn auch da rein. Ah, das eine Ding nehme ich auch mal raus, die Feuerdrüse. Die tue ich hinten in das Drüsengerät rein. Ja, hier habe ich doch die ganzen Drüsen reingestopft, damit es so, wenn ich es mal suche, damit ich es gleich finde. Das ist schlecht, dass die hier so nah aneinander sind. Das ist
Bisschen nervig. Ich glaube, ich reiß die ab und mache hier einfach so Fässer hin. Gut, den Fellrüstungsbauplan kann ich auch wieder reinlegen. Falls jemand kommt, kann er da zugreifen. Und ich muss mich jetzt um Nägel kümmern. Nägel. Wir brauchen, glaube ich, viele Wahnsinn. Auch nochmal drei. Ich glaube, fünf waren es. Aber ich habe insgesamt gerade vier Nägel dabei. Wenn es zehn waren, dann ist auch gut. Dann haben wir die auch. Ja, aber das mit der Werkbank gefällt mir nicht. Die reiße ich dann ab und stelle die auch ins Haus. Dass die zwei Werkbänke einfach im Haus sind. Und dann eine links, eine rechts, dass ich die leichter benutzen kann. Metallbarren müssten wir eigentlich genug haben. Muss ich gleich mal gucken. Beruhigendes Crafting. So, gib mir die Nägel. Die sollten wir haben. Ja, 18 Nägel waren es gut. Die Metallbarren, die liegen hier oben drin. Das ist, naja, nicht so optimal. Was sollen wir machen? Hier im Ofen sind bestimmt auch noch welche drin, oder? Ach nee, ich mach gerade Holzkohle. Ich habe kein Erz. Ja, dann können sie weiter Holzkohle produzieren, damit irgendwas gemacht wird. Erz, Erz, Erz. Das ist mit Erz ein bisschen problematisch, dass es hier keins gibt. Jetzt werden wir ein bisschen Steine rübertragen. Ups, was war denn das? Schnell auffüllen. Okay. Gut, gut. Wenn ich Erz sammeln will, muss ich die Metallbarren erstmal ablegen. Und die Nägel am besten auch. Die brauche ich ja nicht mit mir rumschleppen. Nee, das war die Kohle. Aber die kann ich auch da reinlegen. Verbindung mit Schwefel lässt sich... Ah, damit kann ich dann Schießpulver herstellen. Gut, 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 gut. Gillette-Sattel. Ach, und ich will noch gucken. Wir wollten doch gucken, wie stark ist das Gillette, das ich gefangen habe. Hart im Nehmen. Oh, das hört sich an, als hätte es extra Verteidigung. Ja, der hat Verteidigung plus 10. Sehr gut, der ist besser wie der andere. Andere hat Grasschaden, aber ich glaube eh nicht, dass der Grasattacken hat. Setzen wir den ins Lager. Der kann halt sammeln und... Ah, der kann kühlen. Okay, den können wir für den Kühlschrank auf jeden Fall gebrauchen. Leider ist er schon stärker, aber der kriegt ja jetzt auch Erfahrung, wenn ich den dabei habe. So einen habe ich... Ach nee, den habe ich nicht gefangen. Was habe ich noch gefangen? Das Ding habe ich, glaube ich, gefangen. Nee, den hatten wir schon. Stämmiger Wuchs. Boah, Verteidigung. Und Forstmeister. Aber der kann gar kein Holz fällen. Der ist ein Kämpfer. Könnte ich halt mal ein bisschen leveln. Die anderen sind eh voll gerade. Nightwing kann ich noch nicht fliegen. Sparkit. Der ist auch ein Forstmeister. Transport. Stromerzeugung. Und Handwerk hat der. Da kann ich mir den eigentlich mal statt dem hier mitnehmen, wenn ich was bauen will unterwegs. Der kann Bergbau. Aber der ist auch ein Forstmeister. Ich habe voll viele Forstmeister, die gar kein Holz abbauen können. Tragisch. Oh, der kann auch kühlen. Der ist echt gut. Handwerk, Transport, Kühlung. Der hat extra Schattenschaden.
Arbeitstempo 50%. Boah, der ist aber gut, wenn ich was bauen muss unterwegs. Oder generell, wenn ich was bauen muss. Kann aber sonst nur sammeln. Den mal in die Farm, wenn ich was bauen will hier. Kann der sich drum kümmern. Oder ich gebe dem ein paar Bauaufträge. Na cool, irgendeiner hat es scheinbar bewässert. Nee, doch nicht. Gut. Was wir auch mal gucken können, was brauchen wir für die nächste Stufe vom Lager? Mittelalterliche Pharmaziewerkstatt. Na dann. Mittelalterliche. Ah, die können wir direkt bauen. Jawohl. Das ist doch perfekt. Ach nee, die Nägel waren für die Armbrust. Ja, obwohl, scheiß drauf. Ich muss eh Metall sammeln. Dann bauen wir jetzt erst die Pharmaziewerkstatt. Dann sammeln die nämlich mehr Rohstoffe, wenn hier noch einer dabei ist. Das macht dann mehr Sinn. Die stellen wir auch mal ins Haus. Ey, wenn sie jetzt zu nah dran ist, ist es wieder Kacke. Es wird Zeit, nur einen zweiten Stock ans Haus zu bauen. Und das Haus vielleicht allgemein ein bisschen größer zu machen. So, aufstufen hier. Ah, bei der nächsten Stufe geht Anzahl möglicher Lager auf 2 hoch. Cool, bau ein Kühlbox, bau Pals, Fährenwerkbank. Okay, dann müssen wir das auf jeden Fall auch lernen. Tropische Tracht. Leider sieht man hier nicht die Werte davon. Aber die braucht 3 Punkte, also könnte die gut sein. Gegen Hitze und Kälte. Ah, da muss ich auf den nächsten Level kommen. Aber die Kühlbox kann ich schon lernen. Da brauche ich auch Metall dafür. Gut, dann setzen wir hier noch. Bauen wir noch ein Bett. Ich mache hier drüben auch nochmal ein Bett hin. Dann müssen die nicht so weit laufen. Setzen wir hier noch irgendeinen coolen Pall ein, der irgendwas Cooles macht. Ach, der Futtler, was kann der Futtler? Handwerktrans, der kann auch Bergbau. Aber der hat keine Passivfähigkeiten, ist kein besonders guter Futtler. Der fuddelt nur so rum. Ja, nehmen wir den noch, der ist eigentlich ein guter Arbeiter. Nee, der nicht. Da haben wir irgendeinen, der Holz hacken kann. Aber die haben ja schon Holz gehackt. Der kann gut Holz fällen. Na dann, der verteidigt aus Lager gut, falls es angegriffen wird. Der ist stark, den habe ich von Hand geprüft. Nee, das ist mein handgeprüfter. Egal. Wir brauchen jetzt unbedingt Metall, damit wir den Sattel bauen können. Und wenn wir noch ein paar Elche finden, fangen wir noch welche und verkaufen die dann, weil das ist gute Geldquelle. Da ist schon mal Metall. Habe ich zufällig einen dabei, der im Bergbau bewandert ist? Natürlich nicht.
Das gibt's doch nicht. Der ist Oberbergmann, aber der hat nichts. Ah ja, da müssen wir halt selber ranklotzen. Dafür haben wir ja die gute Metallhacke jetzt. Oh, da ist halt viel drin. Ah, wenn man es komplett runter macht, ist nicht gut. Dauert es zu lang, bis es sich auflädt. Ist lieber, bis ich vorher aufhöre. Oh, noch so ein Erzhaufen und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Den eigentlich noch fangen. Ich muss ja eh 10 von jeder Sorte fangen. Steig doch mal ab, bitte. Bleib hier. Hä? Ach ja, ich habe erst einen Pinguin gefangen. Und erste Motivationscoach. Wie viele Hühnchen habe ich ihn gefangen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Metallsachen schlechter sind. Zum Hauen zumindest. Ich glaube nicht, dass ich schon 10 Hühnchen gefangen habe. Nee, das war jetzt das dritte. Gut, am Anfang wollte ich die ja gar nicht. Erfahrung, wenn wir die fangen. Bodenständig ist der. Ja. Ich esse die erstmal schnell, bevor die vergammeln. Fressen schon ordentlich, die Viecher. Oh, nicht, dass ich den angreife. Den schaffe ich noch nicht. Das ist schönes Erz. Nein, nicht die Steine einsammeln. Das ist sehr cool, dass man immer mal Sachen findet. So, das reicht, sonst bin ich überladen. Hier. Ab zurück ins Lager. Eine feine Schnellreise. Und dann müssen wir hier das Erz reinklatschen. Ja, der andere, der sammelt fleißig Holz da hinten. Das ist sehr gut. So, die Kohle ist fertig. Packen das ganze Erz rein. 21 reicht uns dann auch für die. Ja, 8 haben wir ja schon. Da können wir die feine Armbrust bauen. So, so, so. Jetzt brauchen wir die alte Werkbank eigentlich gar nicht mehr. Ich sehe gerade. Ach doch, für die Palt-Sphären. Die kann ich auch mal in Auftrag geben. Da geht bestimmt eine hin. Baut die dann. Welche? Irgendeine erklärt sich bestimmt bereit, das dann zu bauen. Ich bringe so lange die Steine hier rüber. Mache ein bisschen fleißige Arbeit. Nur, dass einer sagt, ich würde nichts machen hier. Oder? Oh, das Holz ist doch schon wieder zu viel für mich, oder? Ja. Sollen sie es aber wissen.
Stückchenweise. Ja, als nächstes will ich erstmal die nächsten 5 Level oder so nur tragen. Ah, wieso geht's denn nicht? Ich bin doch direkt davor. Ich muss unbedingt so an die 1000 Kilo tragen können. Das ist important. Weil das wiegt ja viel. Das ist so ein Holz wiegt scheinbar 3, oder? Das ist doch, ja, das ist dreifache. Krass. Und die sind flink hier. Wenn der erstmal 9999 drin sind, wird es elendig. So, nächsten Aufträge. Kühlbox. Pelzfährenwerkbank. Ja, dafür habe ich beides. Pelzfährenwerkbank kann ich noch nicht bauen. Und was heißt neutral? Ah, den Leafmonk habe ich nicht gefangen. Den Fluark nicht. Okay, nächstes Mal, wenn ich Leafmonks sehe, muss ich ein paar Leafmonks fangen. Wir können aber direkt wieder Schnellreise runter machen. Ich sammle jetzt nochmal ganz viel Erz und dann, wenn es was Cooles gibt, nehme ich wieder auf, wenn ich am Bastel bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.